So, Test, Test, besser so. Test, Test, besser so. Let's go! Mach ich eine Macke. Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Endlich mal wieder ein neues Video. Ja, ich weiß vorab, das klären wir jetzt. Ich habe gesagt, eigentlich gibt es ein Marathon. Sprich, jeden zweiten Tag wollte ich ein Video raushauen. Hat aber leider so nicht ganz funktioniert. Denn ich habe sehr viel zu tun. Aber ey, mein Gott, hier ist ein neues Video. Zack. Und wenigstens gibt es doch jede Woche ein neues Video. Und daran halte ich mich ja. Meistens versuche ich zwei zu machen in einer Woche. Das ist, ich meine, das ist ja schon sagenhaft, oder? Ich meine, ich habe viel zu tun. Zwei Kinder, Laden führen, Azubis anlernen, entwickle gerade ein Programm und immer so weiter und so fort. Infos folgen. So, wir reagieren heute auf den Schwanz im Mund. Der Channel heißt The Last Bachelor. Ich weiß, jetzt werden mich wieder viele haten und töten wollen, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob es bedeutet, dass es der Bachelor ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesehen, er bekommt ein neues Tattoo. Wie gesagt, ich tippe das immer einfach in der Suchleiste ein und dann reagiere ich drauf und gucke mir an, so, ah, was ist gerade aktuell, was ist neu und zack, pipapo und dann geht's los. Also, ob es der neue Bachelor ist, keine Ahnung, ob er irgendwie irgendwas mit RTL da zu tun hatte, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls gucken wir uns jetzt an, was er tätowiert bekommt, würde ich mal sagen. Letzte Video genau hier und in dem Outfit beendet und jetzt fangen wir das nächste Video an, denn für mich geht es jetzt gleich nach Dresden. Wie gesagt, die Innenseite von meinem Oberarm wird tätowiert. Ah. Ich will dann den ganzen Abend. Also in Dresden wird das Ganze schon mal passieren. Cool, bin gespannt. Was hat denn der da am Hals? Ist das ein Pflaster? Sieht aus wie Klopapier. Aber auf jeden Fall noch voll machen. Hier die Tattoos alle am rechten Arm und diese hier. Sind ziemlich alle voll aus tätowiert. Dresden. Von den Klettern, da habe ich mir den ganzen Arm auf jeden Fall zumachen lassen, weil die Aha. Arbeit ist super. Aber ja, ihr werdet ja später. Also der Herr möchte ein Armsleeve haben, sprich, dass alles übereinander geht, also sprich, alles eins ist, finde ich es auch immer am geilsten. Also Armsleeve ist top. Finde ich, ist das Modernste, was du machen kannst, was du nicht bereust. Auch sehen im Video, wer mich tätowiert, wie das Also was ich schmeckt. damit sagen will, ist, wie das verläuft und so. Ne? Ich mag diese einzelnen Aufkleber-Tattoos überhaupt nicht. Ich finde, wenn alles ja, übergeht, ist perfekt, ist genial. Glaub mir, macht das so. Studio aussieht und so. Dann geht es direkt von Dresden, also jetzt ist Donnerstag. Freitag werde ich tätowiert. Freitagabend geht es direkt nach Berlin, denn Samstag und Sonntag ist das Lollapalooza Festival, wo ich mich auch extrem Was für ein freue, wo Ding? man viele Bekannte und alte Bekannte und neue Bekannte Gesichter drin. Ja, ein bisschen Party machen, eine coole Zeit haben und wie gesagt, ich nehme mich jetzt einfach mal die. Ey, das war doch das, wo der Azubi Manuel hingegangen ist, fällt mir gerade auf. Hat er mir doch heute erzählt. Ja, gestern war das, glaube ich, dieses am Sonntag, ne? Ah, da geht ja so in alle saufen, Die ja? Tage mit und werde so viel zeigen, wie es geht. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß beim Video. Ja, und mir ist gerade selbst aufgefallen beim Gucken, hier war Tattoo-Creme. Nicht wundern, Ach das ist ja noch frisch aus. so, okay, gut, alles klar. Es war so Tattoo-Creme, das ist frisch gestochen. Was steht da? Liberias, Liberia, ja, ja, okay. Ich kann es nicht identifizieren. Ich glaube, jetzt sein Finger gerade davor. Ich glaube, da ist, steht Liberia, keine Ahnung. Ich lasse es lieber sein, nicht, dass wieder alles vollkommen falsch ist. Aber grundsätzlich, wie es, ich würde es gerne mal von der Seite sehen, wie es platziert wurde. Es könnte schräg sein, könnte aber auch nicht. Aber also so, damit will ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt hier schräg ist oder so. Ich meine einfach nur von der Seite aus Perspektive, will ich halt sehen, wie es aufgetragen wurde. So, ob mit dem Hals oder einfach nur gerade runter. Weil wäre es mit dem Hals, dann wäre es leicht schräg, was nicht schlimm ist. Wenn ich finde, man sollte es immer der Körperform anpassen. Aber es, ich nehme an, es geht bestimmt gerade so runter und es könnte sich irgendwo beißen eventuell. Aber muss ja nicht sein. Palma. In Deshalb Palma? war dann nur. Ja, da war ich letzte Woche. Letzte Woche? Vor 2 Wochen, glaube ich, war ich in Palma. Vor 2 Wochen? Ich glaube, letzte Woche. Letzte Woche Sonntag? Nee, Samstag sind wir wiedergekommen. Ja, doch. Letzte Woche Samstag war ich da. Auch in Palma. Also Mallorca. Bisschen Creme, ich wollte das schön eincremen. Alter, ich bin schon wieder bepackt, als wenn ich auf Weltreise gehe, ne? Hier eine Rocker-Sporttasche. Da hinten ein Rucksack. Da eine fette Tasche. Aber ich weiß halt noch nicht ganz genau, wie das Wetter wird. Deswegen habe ich für alle Eventualitäten Klamotten eingepackt. Vielleicht nur um ein paar Bilder zu machen mit verschiedenen Outfits. Verschiedene Outfits, Klamotten. Okay, auf jeden Fall ein Instagram anscheinend oder so, war? Irgendwie so ein Influencer. Was ein Live, ey. Und hier ist halt die Sportklamotten drin, falls ich mal zum Sport gehe. Ne? Man will auf alles vorbereitet sein. Ah, ich habe eine Uhr vergessen. Eine Uhr nehme ich jetzt auch noch mit. Und dann geht es ab nach
teuersten, aber vorher ich mir noch was, ich glaube, ein Subway zu essen. Aber. Alter, was für eine kleine Minitür. Ich bleib nur an der Tür hängen, ich wollte einfach nur einen coolen Move machen, wie ich die Tür abschließe. Okay, fährt er jetzt zum Studio? Ich hab's vergessen. Oder kommt jetzt noch was anderes? So, was ist es zu essen geworden? Zweimal Menü des Tages. Zweimal 30 cm Fajita. Zweimal Cola. 20 cm. Jetzt gleich anessen, heute Abend nochmal ein Sub essen und dann war dann auch mit essen. Das reicht aber auch noch vollkommen, ne? Mein Gott. Ich dachte eigentlich, das wären 15 cm. Aber dann mit 30. Also wenn ich mir jetzt schon mal das Tattoo hier unten angucke mit der Rose, ist wie gesagt meine Meinung wieder, sieht schon mal sehr, sehr oldschool-lastig aus. Ja? Also sehr hell gestochen, nicht wirklich Kontrast reingebracht, wenn ich mir das hier so angucke. Aber das wird wahrscheinlich schon älter sein. Ja, ich selber habe auch leider sowas an meinem Körper, traurigerweise. Ich würde es, wenn ich jetzt könnte, löschen und neu machen. So, mittlerweile wird es schon langsam dunkel. Ich bin noch eine Stunde 15 vom Ziel entfernt. Habe auch keinen Bock mehr zu fahren. Ich fahre mir einfach ab. 21.19 Uhr Ankunftszeit laut Navi. Okay, ich habe erstmal vorgesprüht, bis er irgendwie in so einem Gebäude da geht. Ein paar Snacks auf jeden Fall. Und laber ich, geh jetzt schnell rum, ich habe keine Zeit. So, ich zeige euch jetzt mal das Studio. Ich muss ein bisschen leise sein, weil die. Okay, alles klar. Also, er ist jetzt im Studio. Dann gucken wir mal, ne? Ab jetzt wird, wie er reagiert hier. Hat ein bisschen gedauert, ja. Kann man nicht ändern. Die Leute, ihr wisst doch, was ich meine. Müssen noch ein bisschen von ihrem Leben zeigen. So. Tätowieren die alle schon? Alter! Aber mir fällt gerade auf, das sieht aus, wie als würdest du einfach in so eine Wohnung kommen und da ist ein Tattoo-Studio drin. Ich sehe gerade, die haben kein Panorama, die haben keine Front an. Was ist da los? Ist das jetzt einfach in so einer Wohnung, das Tattoo-Studio? Oder was? Kennt das einer? Aber wenn da der Wartebereich ist, ja, wir sehen ja hier die, die Merchandise, also hier, ne, zack, da den Fernseher, da war ein bisschen Stühle und so und eine Couch. Dann muss ja hier oder auf der anderen Seite der Eingang sein. Das heißt, das ist in einer Wohnung des Tattoo-Studios. Das finde ich ja überkrass. Haben aber, gleich für Leute da draußen, die das sehen und selber ein Tattoo-Studio aufmachen wollen oder schon eins besitzen und wissen nicht, warum es läuft, wie pipapo, wie auch immer. An dieser Stelle müsst ihr extrem viel Werbung schalten und auch, sprich, Geld investieren oder halt Aktionswochen starten, ganz viele Aktionen rausballern, damit die Leute euch überhaupt sehen, weil ihr dürft eins nicht vergessen, ihr habt so keine Laufkundschaft, ne? Gar keine Laufkundschaft. Das heißt, die Leute finden euch so einfach gar nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die draußen ein Schild dran haben, wo irgendwas mit Tätowieren steht, außer jetzt natürlich am Klingelschild, weil das ist meistens so einfach gar nicht erlaubt vom Eigentümer, ja? Also sprich, wer auch immer, die Wohnungsgesellschaft, wem auch immer das da gehört. Ja, krass. Alter, das ist echt in einer Wohnung, oder? Doch, das ist auf jeden Fall in einer Wohnung. Ja, geil gemacht hier mit Studio 3 und so, aber es scheint riesengroß zu sein. Ja, krass. Guck mal hier mit Balkon. Ja, tatsächlich, das ist eine Wohnung, Alter. Das ist wirklich eine Wohnung. Ich find's irgendwie nice. Irgendwie hat es was, dass es in einer Wohnung ist. Aber das kann man nur machen, wenn man schon wirklich ja, viele Stammkunden hatte und so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so einfach in der Wohnung einen Laden eröffnet haben und angefangen haben, das Tätowieren, ja, dass sie es erst quasi gelernt haben und dann so langsam gestartet haben. Die haben auf jeden Fall, jeder von denen da, wer auch immer da zusammenhängt, werden definitiv schon Stammkunden gehabt haben, weil sonst kannst du sowas gar nicht über Wasser halten. Ah, die arbeiten hier mit diesen Ringen.
die eigentlich für so eine Porträtfoto sind, sprich, da hast du so ein, ne? So ein Ring in deinem Auge. Ich habe den Ring um meine Eier. Nee, nicht um die Eier, sondern im Auge. Ich hätte Deckenlampen auf jeden Fall runtergehangen, ganz klar, damit die Belichtung wieder von oben kommt. Das ist das Beste, was du machen kannst, ist, wenn das Licht von oben kommt. Im Endeffekt kommt es ja hier auch von oben, ja, von diesem Ring. Aber er wirft so einfach einen dolleren Schatten, weil das Licht zu nah dran ist an, ja, an deiner Arbeit. Sieht auch so sehr düster aus. Studio 1 ist immer 1. Okay, die haben sehr hohe Decken, Altbau auf jeden Fall, aber trotzdem könnte man das runterhängen, so ist es nicht. Meine Rauchmelder ist da auch dran. Hier, zack, piep. Ich würde Deckenleuchten runterhängen, ganz klar. Ist zu dunkel. Ich glaube, das war gerade Englisch. Scheint so, als hätten sie auch Gasttätowierer da. Sieht so geil an der aus, so riesig. Ach, das kann ich mir leider nicht verraten. Ich will dir beim Leiden zugucken. Ich leide. Ich leide nicht. Doch leidet er. Ah, der Herr wird also schon tätowiert und das ist wahrscheinlich die Freundin oder irgendeine Freundin. Okay, alles klar. Hier können wir schon mal sehen, Armlehne, finde ich persönlich, ist einer der schlechtesten, weil sie einfach zu, ich finde die zu klein für die Fläche zum Auflegen, ja. Arbeitet lieber mit was Breitem. Ist viel geiler. Da könnt ihr viel mehr mit dem Arm hin und her den drehen und bewegen. Finde ich viel geiler als so eine komische Armlehnenschale. War zufällig hier vorbei gelaufen und hab dich schreien gehört. Ach so. Was? Du wurdest auch schon intervieweren. Ja, nicht nur einmal. Zeig mal dein erstes Fenster zu stehen. Hier das? Okay, das hat sich hier stechen lassen. Linework auf jeden Fall. Dann das. Mit leichten Schattierungen. Was? Aber mit sehr dicken Linien wurde da gearbeitet. Den Rest kann ich leider nicht zeigen, müsste ich mir jetzt auch. Meistens macht man so diese Mandala-mäßige und Linework ist ja mittlerweile nicht mehr mit so einer. Es sieht aus wie eine neue Nadel, Alter. Oder ist einfach schon mega alt und ist normal, dass es dann alles ein bisschen mehr verläuft und dicker wird quasi. Breiter. Oder sollte so sein. Kann natürlich auch sein. Aber eigentlich macht man sowas heutzutage. Also viele kenne ich so. Linework kenne ich mich nicht speziell mega gut aus, aber meistens mit so einer Fünfer. Nadel. Ah, da will jemand. Ah. Sind wir hier fleißig dran? Die Vorlage ist da hinten. Ich hoffe, man sieht sie. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das war doch. Tja, das. Da wird ein Frauchen tätowiert, ja, ein Porträt. Also kann man Porträt nennen, weil ist ja im Endeffekt. Irgendwo existiert ja diese Frau schon, die ist ja als Tattoo. Mann, ihr wisst schon, was ich meine. Wurde halt irgendwo gezeichnet, auf jeden Fall existiert. Das ist, ich sehe das auch immer wie ein Porträt, weil sie kann ja jetzt nicht die Lippen verfälschen, die Augen, Nase, Mund, alles. Muss ja schon so sein wie auf dem Bild. Ach so, jetzt bin ich gerade vergessen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird, weil das ist ja so mein Genre. Ja, da. Ja, gucke ich jetzt mal richtig hin, ne? Ja, sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass du mein Gesicht tätowieren lässt. Ja, zeig mir das Tattoo hin, bitte. Also wir haben gerade festgestellt mit dem Tätowieren, es ähnelt der. Also wir werden gleich das Ergebnis sehen. Meine Freunde, wir haben kurz vor 8. Schwer zu sehen, Alter. Boah, fast Kopf gebrochen. Okay, ich kann nicht wirklich was erkennen, aber. Daran, da, also da könnt ihr das auch wieder gerade sehen, ne? Es ist wahnsinnig dunkel da. Es ist echt mega dunkel. Finde ich als Tätowierkünstler ist mega schwer, so zu tätowieren. Ich glaube, hier steht eine Flasche von Red Famous. Wenn mich nicht alles täuscht. Desinfektionsmittel, Zewa. Ich glaube, ja. Mittel, womit man halt die Farbe abbekommt, also die überflüssige Farbe auf der Haut. Becher, ist alles schwer zu erkennen. Kleiner Zwischenstand. Ah. Okay, was schon mal perfekt ist bei so einem Bild, sie zieht keine Linien vor. Also sieht jetzt jedenfalls so danach aus. Wie gesagt, das ist sehr dunkel. Das ist schon mal top bei sowas. Da ist noch einiges zu tun und
sind wir 2-3 Stunden noch und dann muss ich noch nach Berlin fahren, 2 Stunden. Boah, wird so ein harter Trip, ne? Ein harter Tag. Aber wer schön sein will, muss leiden. Ja, Innenarm ist auf jeden Fall nicht ohne, sagen viele Kunden von mir. Wie gesagt, jeder tätowiert ja unterschiedlich. Ich bin generell einer, der die komplette Fläche eigentlich verwundet mit Farbe. Ja? Ich nenne es immer Wunde, weil da ist nun mal überall Farbe drin, aber trotzdem eine Wunde irgendwo. Also viele meiner Kunden, die sagen dann auch, aua. Ich selber wurde jetzt letztens tätowiert und muss sagen, tat gar nicht weh. Andere Seite tat aber mega weh. Was? Ich wollte das Endergebnis sehen. Oder ist jetzt fertig oder was? Aber wie das schon eingepackt wird, wenn ich das schon sehe, könnte ich kotzen, ne? Alter, was für ein Keimfänger. Also da könnte ich jetzt richtig brechen an dieser Stelle. Ich finde einfach, da muss Tattoo-Finish rauf, dass die Haut sich beruhigt, ja, ein Wundstiller, dass es nicht mehr blutet, dass es ein bisschen abschwillt. Und ja, jetzt kommt da einfach so eine Frischhaltefolie rüber mit ein bisschen Zewa, was das Blut und beziehungsweise das Wundwasser aufsaugt. Und ich nenne es immer die Haifolie, ja, also diesen Tattoo-Protection-Film, der fehlt da einfach, der aufgetragen wird und das Ganze schützt und der auch mehrere Tage drauf bleiben kann. Man kann ihn auch jeden Tag wechseln, so ist es nicht. Kommt immer darauf an, wie du suchtest, aber durchs Tattoo-Finish eigentlich nicht mehr. Jetzt habe ich einen mega Tipp wieder den Leuten rausgegeben. Und die tätowieren, macht es so, glaubt mir, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Oder macht's jetzt auf? Hä? Was macht ihr jetzt? Ach nee! Oh, es war nur zur Pause, glaube ich, drum. Na, dann ist ja alles super. Perfekt. Ja, habt ihr trotzdem was gelernt. Oder? Also die Lippen und so, wie wir es gerade gesehen haben, sah schon sehr geil aus mit dem Weiß. Oh, das war's. Ich bin fertig mit dem Termin. Ihr habt das Ergebnis gesehen. Mega geile Arbeit. Ja, sah jetzt nicht schlecht aus. Ich will jetzt ganz gerne nochmal zur Arbeit. Da ist es. So, Freunde der Sonne. Ich weiß jetzt nicht, ob das so fertig sein soll. Ja, es ist aber, also ich finde, das Weiß kommt mega, auch gerade auf seine Haut. Der muss, also er hat wirklich einen guten Hautteint, wo das Weiß speziell sehr krass rauskommt bei ihm. Also das Weiß, also wie sie es Weiß gesetzt hat, ist richtig Hammer. Ich weiß jetzt nicht, ob das fertig ist oder nicht. Ich gehe mal nicht von aus. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht fertig ist. Außer das Gesicht vielleicht. Aber ich meine jetzt dieses Drumherum. Ihr wisst schon, was ich meine. Es sieht aus, als würde hier draußen was fehlen. Warte, ich zeig's mit der Maus. Ich habe einfach gerade mit meinem Finger aufgezeigt. Glaube ich, der Pfoffer, was ist da schon wieder los? So, hier. Sieht aus, als würde hier irgendwas fehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es fertig ist oder nicht. Es ist auch an dieser Stelle scheißegal, weil wir gehen einfach nur danach, wie es tätowiert wurde. Es ist aber schon gute Quali auf jeden Fall. Ist schon sagenhaft. Ich finde auch das Weiß, Mann, ich bin richtig geflasht von dem Weiß, wie ihr gerade merkt. Das Weiß wurde richtig geil gesetzt. Ich liebe das, wenn es so rauskommt bei Leuten. Hand ist auch eine Hand, perfekt. Gesicht ist auch ein Gesicht. Schön weich einschattiert. Ich glaube aber, es wird wahnsinnig hell werden, wenn es abgeheilt ist. Ich finde irgendwie kontrastmäßig ist es nicht dunkel genug. Meine Meinung. Wie gesagt, jeder hat ja eine andere, aber ich finde, ich glaube, wenn es abgeheilt ist, ist es einfach zu hell. Und dann wirkt das nicht so, wie es jetzt gerade die Wirkung hier zeigt. Denn wenn ich jetzt mal hier genau gucke, ist das nicht der dunkelste Ton. Ich gehe mal ab Stufe Dark, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich finde, das reicht nicht. Ich finde, da könnte man ruhig noch ein bisschen schwarz reinsetzen, so wie mit der Augenbraue, ne? Hier, also, mit der Augenbraue, mit den Wimpern meine ich. Da kann man das perfekt sehen. Wie das auch schon gleich wirkt, ne, bei der Augen, hier, Mann, was denn da los? Bei der Wimper. Ja, wie schön schwarz das wirkt und dadurch, wie es rauskommt. Das hätte ich hier auch gemacht und mehr schwarz reingeballert und hier auch. Müssen wir mal abgeheilt sehen. So, an dieser Stelle, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, hier redet er noch ein bisschen drüber. Ob es jetzt noch einen Folgetermin gibt oder nicht, ist ja egal an dieser Stelle. Arbeit ist top, aber ich finde, kontrastmäßig, das ist meine persönliche Meinung, jeder hat eine andere. Ich hätte noch mehr dunkler gemacht. So, das war's. Bis dann, Antenne. Ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Weiß ich jetzt schon. Video geht bestimmt wieder 30 Minuten. Egal. Haut da rein. Bis dann. Liken
Also lässt ein Däumchen da, abonnieren und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, ne? Bis denne im nächsten Video. Bis dann, Antenne. Haut rein.